Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, der schnelle Durchlauf in den familieneigenen Betrieb der Ministerin AD Schulze-Vöcking haben selbsternannte Tierschützer mehrfach illegal eingebrochen, auf der Suche nach kompromittierenden Bildern, möglichst von kranken oder separierten Tieren, um dementsprechend die Ministerin zu beschädigen. Daraufhin, nachdem diese Bilder dann, ja, der Meinung war man, man könnte sie ins Netz stellen und man würde Reaktionen hervorrufen. Ja, das hatte funktioniert, wir haben es gerade eben gehört. Es gab einen Shitstorm, es gab auf jeden Fall Hassmails unterirdischster Sorte, Gewaltfantasien, Morddrohungen. Und als wir davon Kenntnis erhalten haben, waren wir sicherlich alle hier im Parlament mehr als sensibilisiert, weil das wünschen Sie nicht Ihrem größten Feind. Ja, und dann kam es zu dem Tag des vermeintlichen Hackerangriffs und wie auch gerade eben schon gesagt wurde, es war davon auszugehen. Wie weit gehen linksradikale Weltverbesserer, wie weit loten die ihre eigenen Möglichkeiten aus? Ja. Es gab einen Tag später eine Pressemitteilung, die, na, ich sag's mal so, die Hypothesen in Fakten verwandelt hatte. Und nachdem später nach den Ermittlungen herausgekommen ist, erstmal, es gab definitiv keinen Hackerangriff und es war ein Bedienfehler, was sich weitere Tage später herausgestellt hatte. Da arbeitete man allerdings mit Presseerklärungen und WE-Meldungen sehr, na, ich sag jetzt mal, man hat ein sehr liberales Zeitfenster gewählt. Oder wie die Kanzlerkandidatin sagen würde, das tut mir selbst am meisten leid, ich habe da schlampig gearbeitet. Ja, und selbstverständlich gab es daraufhin, nachdem das herausgekommen ist, dass wir eigentlich und die Öffentlichkeit längst aufgeklärt werden sollten, gab es dementsprechend diese berechtigte Empörung. So viel sei dazu gesagt und es gab auch die politischen Konsequenzen, es gab den Rücktritt der Ministerin. Für uns wäre es das gewesen. Für uns wäre es das gewesen. Aber man hat sich vielleicht gedacht, ja, Nachtreten macht Spaß und wir finden vielleicht, wenn wir diesen PUA fordern und ihn installieren, noch ein wenig Dreck, den wir irgendwo verteilen können. Es ging lediglich um politische Geländegewinne. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss wird auch als scharfes Schwert der Demokratie beschrieben und man sollte ihn eigentlich wirklich punktuell da einsetzen, wo es ein großes öffentliches Interesse gibt, dort, wo man wirklich noch Erkenntnisgewinne erwarten darf. Ich vergleiche mal kurz. Wir verbringen unsere Zeit im Landtag mit inzwischen 4 PUAs, dem ersten Anis Amri, einem Gewalttäter, wo viele Menschen zu Tode gekommen sind, der zweite, unsere Ex-Ministerin, der Brand in der Haftanstalt, wo ein Mensch zu Tode gekommen ist, oder der massenweise Missbrauch von Kindern. Ich kann bei drei PUAs sagen, ja, da gibt es sicherlich ein öffentliches Interesse. Was hat ein PUA für eine Aufgabe? Er hat Aufgaben, Missstände zu benennen und zu Verbesserungen, auch strukturell, beizuführen. All das ist längst passiert. Wir hatten unsere Aufklärung. Die Ministerin ist zurückgetreten. Ja. Und was ist stattdessen jetzt passiert? Es wurde gerade eben ganz am Anfang schon von dem Vorsitzenden gesagt, wir haben tausende Seiten von Akten bearbeitet, wir haben Dutzende von Zeugenbefragungen gemacht, wir haben unsere Kapazitäten hier im Parlament entscheidend belastet und wenn ich von öffentlichem Interesse rede, dann mag es vielleicht eher interessant sein, dass uns dieser PUA bereits schon 1,8 Millionen Euro gekostet hat. Ich denke, da wird die Öffentlichkeit inzwischen mehr Interesse dran haben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Das war bei beiden Blöcken ein sehr unwürdiges Schauspiel. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus